Moin, ein, zwei Worte von mir heute einmal zu diesem Bubble Octopus. Das ist das gute Stück. Und wir schauen uns das Ganze erst einmal in der Theorie an und anschließend natürlich auch einmal in Aktion. 18 plus ist natürlich nicht auf 18 Jahre, sondern Monate bezogen. Nicht, dass man sich an der Stelle wundert. So, hier drin befindet sich das gute Stück. Ist eigentlich so relativ selbsterklärend. Ist einfach ein großer Oktopus, der dann eben in Aktion genommen wird. Ich öffne das Ganze mal. Hier haben wir die Befestigung, die wird angebracht und den Filter, der kommt nämlich hier unten rein. So, das wird hier einfach eingesetzt, soweit ich das beurteilen kann. Obwohl, nee, gar nicht. Das muss woanders hin. Schauen wir vielleicht doch nochmal auf die Anleitung. Doch, gehört doch da rein. Habe ich doch keinen Quatsch erzählt. Also, das Ganze kommt hier unten rein. Und das produziert dann im Prinzip unsere Bubbles. Dann setzt man hier dieses Mundstück wieder auf. So, am besten hier so ein bisschen einhaken, das Ganze. So, und dann ist das Ganze eigentlich auch einsatzbereit. Man befüllt es noch ein bisschen mit Wasser und hier ist der Einschaltknopf. Batterien kommen hier rein. Diese Teile steckt man hier rein und dann befestigt man das an der Wand und dann kann das Ganze auch in Betrieb genommen werden. Und ich würde sagen, wir bringen das Ganze mal an und schauen uns dann So, wir haben das Ganze jetzt einmal angebracht. Hier ist die Düse, die wird später da reingesetzt. Hier oben schalten wir das Ganze an. Wir haben jetzt hier mal ein bisschen Shampoo reingemacht und das werden wir jetzt mal mit Wasser füllen und da So, jetzt haben einsetzen. wir hier ein bisschen was reingemacht. Hier ist einfach nur Waschgel und Wasser drin und das Ganze setzen wir jetzt hier ein. So, dann ist das Ganze ready theoretisch. Über die Taste hier oben schalten wir das Ganze ein. Das machen wir jetzt mal. Es gibt Musik und Nicht-Musik. Ich habe noch nicht so ganz hinbekommen, wovon das abhängt, aber wir wollen jetzt ja primär sehen, ob das Ganze wirklich pustet. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg. Ich weiß noch nicht, was uns erwartet. So, wir sehen hier, der produziert jetzt ordentlich Schaum. Das Ganze sammelt sich dann eben in der Wanne, je nachdem, ob man da Wasser drin hat. Und ich glaube tatsächlich, dass man damit gut Spaß haben kann. Es ist eine extreme Schaumentwicklung tatsächlich zu sehen. So, wir können das Ganze auch ohne die Musik machen. Das machen wir jetzt mal, damit man mich besser hören kann. Aber wir haben hier schöne, gleichmäßige Blasen eben in unserer Wanne jetzt. Und er pustet hier ordentlich raus. Und sobald wir draufdrücken, hört er auch wieder auf. Oder er macht weiter. Zweiter Klick, Musik aus. Und es kommt und kommt. Und kommt.